Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Entschrottet. Wir gucken jetzt erstmal, die haben ja hier schon wieder Quests für uns. Was die wollen, neue Quest, Truhe des Oswald Anders. Räume von der Burg. Neuer Ort markiert. So. Kann der eigentlich Zauber herstellen? Sehr gut. Eis. Da haben wir jetzt ein Dingens. Ewiger Säurebus. Ja, cool. Davon haben wir gar nichts. Vielleicht kann der später auch Feuer machen oder so. Würde mit dem Stab, der wir haben, der die Feuermagie erhöht, ja gut funktionieren. So, wo haben sie die Orte markiert? Boah, da hinten. Also hier ist ein blauer Kreis. War bestimmt viel zu schwer noch. Hier haben wir hier das mit dieser Spindel. Und da haben wir Fragezeichen. Brauchen wir. Also noch irgend so einen Boss besiegen, dann können wir die Miasma-Stufe erhöhen. Wäre ja sehr gut. Wegen dem roten Miasma, was jetzt hier oben bei der neuen Warte ist. Aber wenn wir hier hingehen, dann dahin springen, können wir uns das nicht als Wegpunkt markieren. Müssen wir mal oben hinstellen und gucken. Machen wir erstmal ein paar Quests jetzt. Also die, die wir schaffen. In welche Richtung ist denn das? Scheinbar diese Richtung. Ja, da springen wir im Leben nicht rein. Da hinten, oder? Aber lang, oder? Ein Stück rechts. Das muss... da sein. Also da unten. Ah, hier ist das. Mit bisschen Licht hätten wir direkt hier oben landen können. So. Wir haben ja jetzt wieder Platz in der Tasche, also sammeln wir. Komische blaue Pilze werden wir bestimmt für irgendwas gebrauchen können. Was sollen wir hier machen? Ein paar Spinnen. Aber nicht. So. Den Spinnenbeine. Da haben wir ja auch schon ein paar. Noch so ein Ding hier. So. Sammel doch mal diesen Pilz ein. Da auch eine drin ist. So heißt der Höhleneingang. Aber hier krass sieht man überhaupt nicht. Aber ich brauche eine Taschenlampe, ich sehe ja gar nichts.
Haben wir das hier schon abgebaut? Was ist das? Krass, dahin oder was? Kupfer. War gar nicht ewig lange. Gut, also er hat jetzt aber nichts angezeigt, dass wir das noch nicht kannten. Ach nein. Ja, nee. Nein. Ach so. Mensch. Ah, da hinten müssen wir hin. Da leuchtet rot. Einmal dahin bitte. Nachricht. So. Ah, Anspindel. Ja, dafür, dass das einfach nur als Lager angezeigt wurde, also als Höhle. Krass, wo wirft er die denn hin? Jetzt ganz witzig oder was? Ja, komm, wir töten alle. Das dauert mir hier zu lang. Hm, wir leben noch. So, einsammeln, alles einsammeln, wow. Da. So viele Spinnenbeine. Also wenn wir die für irgendwas Wichtiges brauchen, holen wir uns die immer hier. Mit dem Gift ist jetzt ein bisschen nervig, aber naja. Ich kann ja hier mal so ein Bärchen essen. Und mal ein Wässerchen trinken. Da ist noch einer. Was ist das hier? Das ist das für diese Leuchtsteine. Was wir gefunden haben bei dem... Warten. Sag schon. Den Baublock mit den Totenköpfen. Fertig mit Spinnen jetzt. Nehmen wir uns davon mal ein bisschen mit. Da braucht man ja sehr viel. Wir haben, weiß nicht, 10 oder so. Und 5 oder so brauchen wir für einen so einen Block. Sollten wir mal ruhig ein bisschen mitnehmen. Wenn das hier schon so ist. Also kriegen wir hier Spinnenbeine ohne Ende und für diese Leuchtblöcke kriegen wir hier auch gut was. Hier haben wir. Oh nein, falsche Taste. Oh, 9 erst. Dauert ja da. Irgendwann mit einer noch besseren Spitzhacke später irgendwann wird das bestimmt noch einfacher. So viel davon braucht. Aber das gibt komischerweise beim Abbauen keine Erfahrungspunkte. Boah, da ist noch mehr von dem Zeug. Das ist jetzt hier markiert. Verlassenes Jägerinnenlager. Wird ja da wohl jetzt wohl bleiben, ne? So, dann... Wichtige Untersuchung, Notiz. Dann gehen wir hier hin. Springen zu dieser Notiz. Also da gibt es Spinnen und Leuchtstein. Wir markieren uns das am besten noch zusätzlich.
Warte, hier ist der Eingang. Ah, Marker ist denn so. Da kriegen wir blaues Zeugs. So. Jetzt müssen wir einen Wegpunkt da lang. Oh Gott, ist das Miasma? Oder ist das hinter Miasma? Einmal dahinter. Oh nee. Umgerammt. Okay. Da hätten wir Lehm. Ah, Kamel. Die kannten wir noch nicht. Sollen wir da nicht hoch oder was? Wir brauchen echt diesen Doppelsprung. Oh, lass mich doch hoch. Oh, das ist halt so. Echt gut, dass wir die ganze Welt umgraben können, wenn wir es brauchen. Ja. Noch da rein. So. Da ist die Spitzhacke gleich Schrott, aber naja. So. 250 Meter noch. Oh, guck mal, da ist ein Feind. Da ist ein Lehm oder so. Räub du Schwein. So, immer noch 2 Meter. Also da oben waren Gebäude. Da ist ganz wenig Kupfer. Nach der Quest sollten wir vielleicht kurz nach Hause, weil Spitzhacke und Schwert und die Fackel geben so langsam nach. Ey, da buddel ich mich jetzt aber nicht hoch. Ah, da kann man durchlaufen. Oh, das sieht aber aus als Schwein. Ah, Schwein, ich hab dich schon mitgekriegt. Zum Glück haben wir ein paar Bomben. Hier, okay, was ist da hinten? Was, Feinde, war ja klar. Level 13, war aber gar nicht gesund. Da schießt noch einer auf mich. Also mit Rechtsklick könnt ihr den Gleiterflug abbrechen. Das ist sehr hilfreich manchmal. Ist ein Wolf. Können wir den von hier blitzdingsen? Oh ja, können wir. Also Blitz ist bei denen richtig stark.
Okay, was soll man hier? 46 Meter immer noch in diese Richtung. Da oben ist noch einer. Getroffen. Lieber die Holzpfeile, die sind billiger. So, da ist auch einer. Vielleicht brauchen wir den gar nicht. Nein, dann gibt es ja hier, oh ja, Metallschrott. Das könnte ja glatt eine Kupfermine sein. 14 Meter. 9 Meter. Warte mal da lang. Standort unten. Oh, ernsthaft. Mist. Nicht gesehen. Ja, komm, ich tilt euch ja schon. Ist ja gut. So. Also, Standort ist zwar hier unten. Ah, guck mal, Schriftrolle. Und wir können hier eigentlich. Ah, da. Ah, da ist es. Dann können wir. Was haben wir jetzt gefunden? Schmelztiegel. Okay. Aber war ja jetzt nicht sehr genau angezeigt, die Quest. Einfach nur als Fragezeichen. Aber naja. Fragezeichen und dann ganz was finden. Ist auch okay. Schön alles mitnehmen. Brauchen wir es nicht abbauen. Rucksack. Ja, Fellfetzen braucht kein Mensch. So. Kann man das hier als Kupfermine nehmen, wenn wir Kupfer benötigen. Hier können wir unsere Ausrüstung reparieren. Ja, da war ja was. Passt. Das brauchen wir nun wirklich nicht. So, und dann direkt zerlegen. Noch irgendeine komische Waffe bekommen? Nee. Aber wir sollten uns echt um den Rucksack kümmern, aber ich habe keine Ahnung, wo wir Leder herbekommen. Ja, also wir können hier seelenruhig Kupfer abbauen. Da oben reparieren. Und dann immer weiter Kupfer abbauen. Das ist nur normales Holz. Das kriegen wir bei uns. Ist ja sehr gut. Den baust du da Kupfer ab, reparierst, baust Kupfer ab, bringst zurück und wenn die Kupfermine leer sein sollte, verlässt du das Spiel, gehst wieder rein und ist wieder voll. Ist ja sehr cool. Ist die hier auch markiert? Oh ja. Ist sogar ein Minensymbol. So, wo müssen wir jetzt hin? Schreinerlag. War hier nicht noch ein Dorf? Ja, weil hier ist ein Dorf gewesen. Jetzt ist doch hier bestimmt auch ein Dorf, oder? Denn wenn die an der Karte markiert sind wenigstens, dann wissen wir ungefähr immer, ah, in die Nähe von dem und dem Ort. So. Wo müssen wir dafür hin? Das einfach mal als Wegpunkt. Dahin. Ja, hinter dem Miasma. Wenn wir herausfinden, wo es diesen Kopf gibt. Warte mal. 100. Das ist auf dieser Seite hier. Da, Schreinerlager. Und da sind. Das ist auch ein Dorf. Also wenn wir herausfinden, wo wir den Kopf herbekommen. Das wird bestimmt eine Quest sein. Na ja, Schwein, geh mir mal nicht auf den Sack.
Dann können wir das aufwerten. Unser Lager. Ja, kein, ja, dann aufgeschissen. Und können auch durch das rote Miasma, da sind bestimmt auch Quests da unten drin. Aber jetzt würde ich gerne erstmal wissen, ob mal hier können wir Äste abbauen. Das ist ja genial. Wie heißt der Ort hier? Oh, da ist auch was rot leuchtendes. Ja, Schwein, ich habe keine Zeit. Das heißt, hier gibt es eine Nachricht. Für die Geschichte. Ah, das Schwein, da müssen wir als erstes platt machen. Nur das nervt sonst beim Lesen. Das Schwert kommt auch, Schwein kommt auch. So. Oh, da ist eine Kiste. So. Ach, wir haben ja schon wieder keinen Platz, ne? Gar nicht gut. Das hier behalten wir, das haben wir erst jetzt gefunden. Questgegenstand 2 Kupfer, das können wir bestimmt für irgendwas brauchen. Aber Stofffetzen haben wir über 100 Stück. Wuka und die wilden Tiere. Lightwin und seine Bausteine. Fachwerkblock, episch. Oh, neuen Baublock. So. Aber wir können jetzt auch hier... Haben wir diese Pflanze schon? Also das da ist Flachs, aber was ist das hier? Ah. Wir brauchen einen größeren Rucksack. Ganz klare Angelegenheit. Oh nee. Was ist denn das hier? Erde, Erde. Also Erde brauchen wir echt nicht. Indigo. Okay, Farbe. Ja, jetzt haben wir wieder kein... Ja. Egal. So. Hier noch was in dem Ort. Leuchtet hier noch rot. Da ist Miasma. Das haben wir doch bestimmt auch noch nicht, oder? Das ist ärgerlich. Ja, was? Das brauchen wir bestimmt alles für irgendwas. Gucken. 20 ein Gesundheitsregeneration. Ausdauer, Ausdauerregeneration. Ausdauer, Ausdauer. Ja, und Lebensregeneration. Oh, Gesundheitsregeneration haben wir mit der Hose. Ja, guck mal, 2. Ach so, oh. Cool. Wir haben hier einfach normale Steine liegen. Üben, Setzling. Wie, da ist noch ein neuer Gegner. Was droppt der wieder? Uns geht echt der Platz aus. Wir schmeißen die Fackel dann weg. Die können wir uns ja neu herstellen. Naja, effektiv nenne ich das jetzt aber nicht, du. Fallen lassen.
so, Giftsack haben wir ja schon. Nee, egal, können wir bestimmt gebrauchen. Pilz brauchen wir nicht. So, war das alles hier in dem Ort? Scheint so, ne? Da ist noch ein Brunnen. Oh. Komme ich nicht in das Haus rein? So. Hier ist nichts zum Lesen. Hier auch nicht. Oh nee, blöde Bienen. So, dann porten wir uns zurück, packen erstmal alles weg. Weil hier ist jetzt in der Nähe nichts so weiter gewesen. Und gucken wir, wir haben ja, glaube ich. Ah ja, wir haben ja diese Spindel. Die Jägerin, dann können wir die erstmal hinstellen. Haben wir noch einen Platz im Inventar wieder frei? Wollen wir mal gucken. So. War von den Sachen auch irgendwas? Ja. Brunnen hatten wir auch, ne? Ja. So. Den Baublock, der kommt hier hin. Das Kupfer auch. Was ist das? Rübe. Also das sind wieder Anpflanzsachen. Da kommt hier nur das Fleisch rein. So. Hier kommen die Anpflanzen. Ne, warte. Unten. Mille, Indigo. Rübe. Ja. Okay, wo haben wir den denn liegen? Der geht drin. Ja, aber 20 geht nicht mehr, ne? Hm. Wo ist dieser Leuchtstein drin? So. Ja, ist Lebensmittelvergiftung. Hm. Also bestimmt irgendwas zum Kochen, dann tun wir den hier rein. Guck mal, wir hätten auch die Beeren wegschmeißen können. Da haben wir noch genug von. So, jetzt haben wir einen Schmelztiegel und eine Handspindel. Gucken. Hallo? Ihre Handspindel, ja, ja. Cool. Nee, ich habe schon wieder das Falsche an. So. Zeit, eine Schmelze herzustellen. Ja, warte, das will ich aber erst auf einer Quest sehen, sonst mache ich hier gar nichts. Truhe, ja, haben wir doch. Anspinnjägerin wurde in verlassenen Lager zurückgelassen. In die Basis stellen. Okay, das werden wir ja wohl hinkriegen. Haben wir drinnen keinen Platz, stellen wir es raus. So. Ach, guck mal, den Giftsack. Weil er unten ist, hat er ihn wieder nicht weggeräumt. Okay. Ja, guck mal, dann kann sich Hürn da hinsetzen. Fest abgeschlossen. Wo kommen jetzt diese Giftsäcke rein? War nicht. Da. So. Wie geht die Quest mit der Schmelze jetzt? Jetzt haben wir auf, da runter zu gehen. Schmelztiegel. Haben wir gefunden. Schmiede, Schmelze herstellen, bessere. Okay, gut. Der will nur Schmelz haben. Ah. Nein. Das ist ein bisschen eng gestellt hier momentan. Schmelze. Da. Brannte Ziegel 50. Cool. Wo können wir die brennen? Bestimmt hier drin, oder? Nein. Da nicht. Oh, bestimmt ein Brennofen oder sowas.
Ja, Schmelztiegel haben wir ja gefunden. Melz. Bergbank und da waren halt Schild. Mario. Also das scheint bei irgendwem anders zu funktionieren. Auch eine Tischsäge. Ja, was der nicht alles braucht. Brennofen, Lehmklumpen, Stein. Haben wir das alles nicht? Stimmt einfach nicht in der magischen Kiste. Lehmklumpen. Ein Ziegel. Was war da? Steine. Ob sein Brennofen bei einem Schreiner. Den hier eine Sache. So. Kann ja noch daneben. Wie geht das jetzt? Ein Lehmklumpen, ein Holzscheit. 13, hier das fertige. Guck mal, der macht aus einem Lehm ein Ziegel. Dann brauchen wir 50 Lehm. Und Holz habe ich aber nicht dabei. Warte mal. Genug Materialien. Hier noch Holz drin? Ah, guck mal. Also Lehm. Das war doch hier oben. Haben wir uns das markiert? War hier irgendwo. Also hier ist ganz viel Kupfer. Nee, warte, gar nicht wahr. Hier ist die Kupfermine. Hier sind die Spinnen und die Leuchtsteine. Hätten wir uns vielleicht markieren sollen. Es muss aber in diesem Gebiet sein, weil hier gibt es Kupfer und Lehm. Das ist ja das neue Gebiet. Jedes Gebiet scheint ja einen so einen Turm zu haben. Und in diesem Gebiet war das ja nicht. Da muss ich dann nochmal gucken und dann markiere ich mir das, wo der Lehm ist. Aber witzig wäre, wir kriegen diese Quest mit dieser Mutter überhaupt nicht. Warte mal, der will doch die ganze Zeit das hier auch, wenn... Das finde ich voll schwachsinnig. Dass wir es machen müssen, auch wenn wir hier überhaupt nicht bauen wollen. Quest abgeschlossen, gut. Kommt jetzt eine neue Quest? Finden wir diese Mutter denn? Der Schmelztiegel, hier der Eichen. Geht denn jetzt? Was denn? Wo kommt er her? Das hat mich jetzt ganz auf ein Konzept gebracht. Also das war noch zu schwer. Da brauchen wir Ziegel. Er will eine Tischsäge. Das ist aber ein anderer Boss. Salzmine. Einen dummen Gleiter bauen. Abmal der Königin. Dichte des Feuers. Einen Baum platt machen. Ja. Das sieht aus wie den Schädel, den wir brauchen. Boah, das ist aber weit oben. Und die sind ja hier alle Level 13. Gut. Dann werden wir das in der nächsten Folge wohl probieren, weil die geplättet kriegen. Dann können wir hier das rote Miasma auflösen. Weil wenn hier irgendwo das gutes Lehm vorkommen ist oder sowas, man dann da immer nur so ein paar Sekunden drin stehen bleiben kann, wäre ja auch doof. Und wir haben ja auch Aufgaben im Miasma.
Zu diesem Elixierbrunnen zum Beispiel werden wir nie kommen wegen dem. Erstmal. Dann werde ich hier dann nochmal gucken, ob irgendwo Leben ist. Warte, habe ich Rucksack. Naja. Ja, reicht ja erstmal. Werde ich mich da hochporten, gucken, ob irgendwo das Leben gut viel ist. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann probieren wir diese Mutter zu besiegen. Damit wir die Miasma-Stufe aufwerten können. Ich hoffe, hat euch wieder gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.